Huskies. Also für die, die mich nicht kennen, ich bin Driftwood Holly, wohne seit 22 Jahren in Kanada, im Westen, im Yukon. Wie ist es mir doch gelungen, in Deutschland ein bisschen Musik zu machen, die Leute gerne anhören? Irgendwann hat mich mal der Bassist von Silly entdeckt, hat mich dann am Bass unterstützt, und der Pavel Oswald, der hoffentlich morgen wieder in eurer Stadt sein wird, ist bei mir an der Geige, und dann gibt es noch ein paar andere Leute, die mit mir spielen, die ich später noch erwähnen werde. Aber wir waren die letzten 8 Jahre in Deutschland auf Tour, immer im Winter, und dann kam der Virus, ne? Und später dann Corona. Und auf alle Fälle haben wir ja jetzt schon 2 Jahre Berufsverbot und so. Und ihr könnt euch auch mal 2 Jahre den Hals zuhalten. Guck mal, wie ihr atmen könnt. Da wird es dann ganz schön dünner. Und dann habe ich gedacht, also irgendwie muss ich jetzt wieder raus und muss mal was riskieren. Und mal gucken, ob es noch geht. Und dann kann ich immer noch aufgeben. Und da habe ich das Boot gebaut. In 6 Wochen, ungefähr vor einem Monat, ist das fertig geworden. Und seitdem bin ich auf der Elbe unterwegs und spiele diese Picknickkonzerte und hoffe, damit Musik zu euch zu bringen, die euch wieder hilft und die mir weiterhilft. Und ich bin sehr froh, dass ihr heute alle da seid, und ich hoffe, wir haben einen guten Abend zusammen. Yeah. Ich hatte heute früh auch schon den Platten am Vorrat für 11,95. Wollte ich nur mal sagen. Okay. Da bin ich dann durch Magdeburg gegast, hier noch mit meinem Handy mit noch hier 2% Strom drauf, und hab in Fahrradladen gefunden, der schon seit 4 Jahren out of business ist. 2 Kilometer weiter weg. Dann habe ich den hier gefunden, der nur 100 Meter weiter weg ist. Und die waren super lieb, weil gestern muss ich irgendwie in eurem Fernsehen gekommen sein. Ich kam dort rein, haben die gesagt, guten Morgen, Olli. Und dann haben sie mir Werkzeug gegeben. Also aus der Flasche, lass die Hand mal in der Tasche, lass sie fallen, die Masche unserer Zeit. Geht's nicht allein, dann geht's zu zweit. So ziehen die Bäume vorbei an meiner Rumtreiberei, und ich fühl mich gut betucht, solang mich jemand sucht. Und ich lass mich gerne finden, und ich will auch nicht verschwinden, und ich würd mich sogar trauen, dem Glück ins Auge zu schauen. Lass das Boot mal aus der Flasche, lass die Hand mal in der Tasche, lass sie fallen, die Masche unserer Zeit. Du bist nicht allein, wir tun's zu zweit. Was ich nicht weiß, macht mich heiß, und dafür gibt's dann rum mit Eis. Und ist was liegen geblieben, sehen wir's beim Überfliegen. Und ich freu mich jetzt zu früh, weil sonst freut sich's vielleicht nie. Und die, die wirklich etwas wagen, loben den Tag schon vor dem Abend. Und die, die wirklich etwas wagen, loben den Tag schon vor dem Abend. Und die, die wirklich etwas wagen, die kommen die Straße lang gelaufen, nichts zu verlieren, nichts zu verkaufen, nur was zu saufen und ein Brot und keine Angst vorm Tod. Siehst bedrohlich aus. Der Abend ist gelaufen. Ich danke dir. Musst du los? Dann spiele ich gleich mal das nächste Lied für dich, weil du so einen Mut hattest, hier vorzulaufen. So hoch hinaus, so tief hinein. Ich singe jedes Wort, so wie ich's mein. War
gestern groß, bin heute klein. Laufbahn zu sein. Der Sonnenblumenmond scheint hell. Was tief gepflanzt, vergeht nicht schnell. Du pflegtest mich, jetzt pfleg ich dich. Gibt's nicht ohne dich. Es gibt neue Schatten an der Wand, an allen Ecken brennt das Land. Ein Leben lang daran gedacht, was wohl passiert, wenn man's einfach macht. Und heute stehen wir alle hier. Traue ich mir. Hier ist mal ein Applaus für den Kameramann von MDR, die waren nämlich gestern hier. Vielen Dank für eure Unterstützung. Alles in Ordnung hier drüben? Was sind denn, die Enten? Ja. Ja, ja. Ich war heute auch schon zweimal bei den Enten. Huskies, ja, also für die, die mich nicht kennen, ich bin Driftwood Holly, wohne seit 22 Jahren in Kanada, im Westen, im Yukon. Hab sehr viele solche Huskies gefahren, viele, viele tausend Kilometer. Darum weiß ich, dass die Enten gerne essen. Und die Eicherneln auch. Bei uns gibt es ganz viele so kleine Eicherneln. Ne? Bei uns sind die nicht so beliebt wie bei euch, weil die essen unheimlich gerne. Ja, ja. Ne, wir haben die kleinen, schnellen, blöden. Und die bohren immer ein Loch in dein Haus und dann essen die ganze Isolation raus. Das schaffen die alles in die Nester. Also wenn, während ich jetzt hier bei euch spiele, kann ich dir sagen, drei sind in meinem Haus. Und darum sind wir nicht so große Fans und lassen unsere Hunde immer gern mal das Haus beschützen. Aber sie sehen natürlich süß aus, die Dinger, aber... Ihr seid ganz schön spät. Aber ihr seid nicht die spätesten. Nee. Sind das die vom Friedhof? Ja. Komm mal bitte näher ran. Hier, wir haben für euch hier was eingelassen. Hier ist noch ein Loch in der ersten Reihe, was unbedingt gefüllt werden muss. So ein Lied, das spielen wir eigentlich nie so richtig. Ganz kurz, wir müssen mal kurz üben. Thank you.
Das oder, oder ohne. Oder ohne. Jetzt erstmal so eine Live-Probe mit miterleben. Es sind noch zu, die kriegen sie nicht auf. Na, vielleicht spielen wir das im zweiten Set. Und eine der schönsten Melodien, die er je geschrieben hat, unser Pavel, das ist nämlich der Pavel Oswald, für jemanden, der den noch nicht kennt. Und ab jetzt könnt ihr nicht mehr ohne den leben. Das war eines der coolsten Songwriter, Das war eine der coolsten Erfahrungen, die ich als Liedermacher machen durfte. Ich saß in einer kleinen Hütte in Oberwiesenthal, wo ich eigentlich her bin, aus dem Erzgebirge, und hatte den König geschrieben und hab zum Pavel gesagt: Pavel, ich brauch sowas so von 1760 am Hof des Königs. Hast du da was? Ja, hab ich. Und dann kam das raus. Willkommen auf der Bühne! Juhu! Total geil! Ich bin ein König, aber König ist recht wenig. Meine Kutsche scheint im Licht. Trotzdem lieben sie mich nicht, ihren König. Manchmal nachts zieh ich mich an, wie ein alter Bettelmann. Und im Dunkeln schenken Licht. Kennen sie mich nicht, dann lebe ich in Saus und Braus und flieg mit Lotterweibern raus. Ich bin ein König, aber König ist recht wenig. Mir gehört das ganze Land. Und ich bleib ein Bettelmann. Ich bin ein. Bei dem Alten dort im Wald. Abgeknallt. Er hatte Licht in seinem Blick und hat mich einfach weggeschickt. Seinem König. So ein König ist recht wenig. Meine Kutsche scheint im Licht. Trotzdem lieben sie mich nicht. 2, 3, 4. Thank you.
harness, we pulled up the hill. There's some. Und ich habe auch mal einen gemüsebetriebenen Schulbus gefahren, viele, viele Monate lang durch die Welt. Und jedes Mal, wenn der Fred Eaglesmith in Dawson City spielt, braucht er Öl, weil wir ja nur gebrauchtes Öl fahren. Und ich habe dann immer Öl, aber jedes Mal, wenn der kam, war Gott freeze up. Und das heißt, also ich wohne ja am Yukon-Fluss und wenn der zufriert, dann gibt es mal so 6 Wochen, wo wir nicht hin und her können. Es ist entweder zu matschig oder ne, noch nicht gefroren und so. Und dann sind wir praktisch auf unserer Seite. Und immer in dieser Zeit hat er gespielt in der Stadt und ich konnte nie zu den Konzerten gehen. Aber ich bin großer Fan von seiner Musik und ich habe dann immer, bevor der Fluss gefroren ist, Öl auf die andere Seite geschafft und er konnte sich das dann abholen und dann ist er von da nach Dawson, von Dawson wieder nach Whitehorse gekommen, die nächsten 600 Kilometer mit meinen 2 Containern Frittenöl. Ja. Und er hat das Lied gespielt für alle Leute, die auf Tour sind. Und das heißt Stars. Wieso bin ich denn da früher nicht draufgekommen? Das war doch alles nicht im Plan, dass ich auch mal leben kann. Ich bin doch so schön mitgerannt und hier klaut jeder, was er kann. Meine Hand, in einer Stunde werden wir sehen, vielleicht ist gar nichts angebrannt.